Ja, hallo ihr lieben Leute und vor allen Dingen hallo lieber Biertrinker LP alias Sir Bierlot. Heute zeige ich euch mal, wie man sich den Kampfchat holt. Erstmal hier die Karte, damit ihr seht, wo wir sind. Hier ist der Militärflughafen, hier oben ist diese Straße. Da unten ist die Stadt. Also genau hier sind wir. Und dann müsst ihr ein bisschen Anlauf nehmen. Und da vorne seht ihr ja schon den Tunnel. Und rechts neben dem Tunnel ist eine Böschung. Da müsst ihr möglichst schnell und möglichst gerade hochfahren, damit ihr über den Zaun drüber springt. Das war jetzt ein bisschen weit. Weil ich schon, ist auch eine ziemlich krasse Karre hier. Und ich fahre jetzt dann eigentlich immer hier so links rein. Weil ihr seht schon, wir werden beschossen. Und dann hierher. Oh, da stehen welche. Ach du Scheiße. Okay. Das geht ja schon mal gleich richtig kacke los. Und dann rein da. Normalerweise stehen da nämlich keine. Und ich befürchte fast, ich werde jetzt gleich sterben. Nein, doch nicht. Okay, und dann losfliegen. Und das Wichtige ist, dass ihr unten am Boden bleibt, weil nämlich sonst euch die HUD erwischt und da werdet ihr anvisiert und abgeschossen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Und so geht es für mich immer am einfachsten. Und das Ganze können wir auch noch, ich zeige euch jetzt noch eine andere Stelle schnell. Fallschirm müsste ich ja eigentlich haben. Aber das Auto habe ich nicht mehr. Warte mal. Stopp, stopp, stopp. Das Auto steht jetzt irgendwo da. Ich könnte ja mal versuchen, hier irgendwo auf einer Straße zu landen. Da bin ich ja mal gespannt. Nee, warte mal. Die Straßen hier, die sind nicht so gut geeignet. Aber wer weiß. Haha, geschafft. So, aussteigen. Den Kampfchat, den kann sich dann irgendjemand anders holen. Die Polizei sind wir auch schon los. Jetzt schauen wir mal kurz, ob wir uns das Auto wieder rufen können. Hier, Mechaniker. Ich will mein Auto haben. You need something, huh? When you ride? Ja. Let me know. Virtual. Glendale zerstört. Ja, nehmen wir mal den Kuruma, dann können wir ein bisschen noch Action auf dem Flughafen machen. Weil... Haha. Na, damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Stirb! Scheiß Karre, elendige! Was, du haust mich? Oh, das gibt Ärger, Freundchen. Schau, dass du dich schleichst. So. Okay. Wo ist meine Karre? Ja, an dem Kampfchat, da kommt ihr leider nicht vorbei. So, okay. Also jetzt zeige ich euch noch eine andere Stelle. Die habe ich auch rausgefunden. Ich habe da ein bisschen rumexperimentiert, weil ich war so scharf auf den Kampfchat und ich war fast eine ganze Woche nur damit beschäftigt, mir den Kampfchat zu holen, weil mir das einfach so viel Spaß gemacht hat. Bin natürlich auch einige Male gestorben. Aber wenn man den Dreh irgendwann raus hat. So, jetzt passt auf. Ne, da vorne ist es. Da vorne ist diese Brücke. Ich zeige euch das auch nochmal. Boah, geiler Sonnenuntergang. Schaut euch das mal an. Und da seht ihr auch schon die Kampfjets. Ich zeige euch nochmal die Karte. Das ist nämlich genau an dieser Stelle hier. Und da fahrt ihr über die Brücke drüber. Und bitte nicht geradeaus fahren, weil da stehen Wachen, die ballern euch gleich ab. Sondern wir müssen, ich denke mal, das ist so ein Versorgungstrakt oder sowas von denen. Hör mal, da hinten geht's rauf. So, genau, hier ist diese Versorgungsstraße. Ah, na. Das war so nicht geplant.
Weil hier, das schaut so aus, als ob da LKWs hinfahren und dann irgendwie Sprit liefern und so weiter. Also ist das wahrscheinlich der Versorgungsanschluss. So, hier muss man ein bisschen aufpassen, da wird's huggelig. Okay, da auch. Immer schön langsam fahren ein bisschen, damit das Heck nicht so ausbricht. Und dann geht's nämlich, ouch, hier rauf. Also der zweite Bergkamm. Wenn ich oben bin, schaue ich, ob ich da auch wirklich richtig bin. Ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. So. Alles klar. Das müsste hier sein. So, hier mal ein kleiner Überblick. Boah, geil. Hier hinten mit dem Meer. Wie romantisch. Da unten ist die Kläranlage. Haben die extra Kläranlage, weil die so viel scheißen, die Soldaten. Genau, und da haben wir schon. Und da unten fährt auch schon einer Patrouille, aber das ist mir jetzt einfach mal egal. Ich habe ja einen Kuruma, einen gepanzerten. Und dann muss man hier runterbrechen. Und dann hier so rüber. Haha, und schon sind wir im Militärgelände. Boah, der Panzer. Alter Schwede, wo kommt denn der her? Uiuiuiuiui. Oh shit. Oh shit, oh shit. Mal schauen, wie lange wir überleben. Oh. Mann, nicht sehr lange. Okay, und damit sage ich auch schon wieder tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen helfen. Und das war für dich, Sir Beerlord. Ciao.